So, Regen ist angesagt. Dann heißt, ich hatte gleich einen Perfmann. Aber Ist du real schon, ganze Zeit. dann malzer, Kollege. Normalst, Kollege. Könntest du ihm das Feld mit fertig machen, eventuell? Gut, aber dann fahr. Achso, dann fahrt er hin und her, oder? Ja, oder? Naja, gut, kannst du neues auch anfangen, ist ja auch wurscht, eigentlich. Eigentlich ist wurscht. Weißt du, was krass ist? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe hier einen Specht jetzt gehört. Boah, Specht habe ich aber ja auch noch nie gehört. Ich habe einen Specht gehört. So, dieses Drrrr. Ja. Aber mit Stroh geht sich das immer schön aus, dass die Sämaschine dann bald fertig ist. Passen. Dass ich das Feld fertig habe, wenn die Sämaschine mit dem anderen fertig ist, dass sie dort gleich ansetzen kann. Du langsam bist. Oh, Alter. Weil dann hast du ja noch zwei Felder vor dir, oder? Ja, aber das Feld, Eben, was ich also abmache, langsam. ist dann frei. Nein, ich meine, dass das Feld dann frei ist für die Sämaschine. Eben, aber du hast dann noch zwei Felder vor dir. Ja, ich? Plus dann noch drei, die wir gerade machen. Ich weiß. Langsam. Alter. Na komm, da waren zwei kleine dabei. Ich hakel da für zwei oder mit zwei Maschinen. Aber schuld. Ich hätte gesehen, fast das eine Feld übersehen hinten. Hinterm Weizenfeld, das ist ja auch schon. Das wird auch noch schwader. Schau jetzt vor der Abladen, falls du das siehst. Ich habe jetzt gesehen ein YouTube-Video, wo einer vorgestellt hat, sieben Dinge, die nice wären im nächsten Landwirtschaftssimulator. Da war zum Beispiel auch eine. Dass du quasi so in verschiedene Bodenarten hast, dass du quasi in Schlamm oder so auch versinken kannst. Jan. Aber dass das viel zu viel Aufwand wäre. Vermutlich. Sie mir ein neues Mud SnowRunner Nachfolge Dings angekündigt. Ist das Echt? gut? Ja. Wann? Wie heißt das? Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber was als Neuerung kam, du kannst mit einer Drohne vorfliegen, um das Gelände zu erkunden und dann quasi, dass du vorbereitet bist.
Expeditions a Madrunner Game. Ja, genau. Was denn? Egal, das ist ein neuer Teil. Gut, also ich habe den alten nicht immer noch bei weitem durchgespielt. Würde zwar gerne, aber. Ist aber glaube ich noch kein Release da, oder? 2024. Ja, gut. Irgendwann 24. Erstes Spiel wird es fix einmal 2024 drauf wird. Mhm, bin ich fix dabei. Ich weiß gar nicht, was nächstes Jahr sonst noch anstelle. Ich auch nicht. Stalker haben sie auf 24 jetzt verschoben. Da wo es geben, kommt ja auch dann, oder? Ja, oh, bist du da drauf. Da könnte ich wirklich schwach werden. Star Wars Open World, Alter. Das GTA durchspielst du erst. Aber wenn das auch wirklich tatsächlich nächstes Jahr kommt. Stimmt. Lesen von dem Typen, der wieder der sechs gefragt hat bei der Gamescom bei einer Live-Show. Nein. Was war da? Da gibt's einen, der geht in Live-Shows und dann nimmt das Mikrofon und sagt, wann kommt GTA 6? Wann? Gibt uns endlich ein Datum! Und das hat er aber schon, das macht er jetzt schon seit ein paar Jahren. Das hat er schon gemacht bei Van Raab, in Amerika hat er das schon gemacht, in London. Jetzt hat er das bei der Gamescom gemacht. Guck, er geht auf die Bühne, reißt es. Wann kommt GTA 6? Wann? Schon zu schief. Wie lange braucht man für GTA 5 zum Durchspielen? Boah, das fragst du mich jetzt noch. Was, 10 Jahren? Kann er das gar nicht so beantworten? Naja, ich weiß, man kann viel Blödsinn machen. Genau, weil ich habe damals hat es kein Online gegeben, das heißt, ich habe eigentlich das erste Monat auch so genutzt. Mhm. Karten erkunden und so. Ja. Ja, jetzt eigentlich schon hinfällig dann bei dir. Stimmt. Aber ich sage jetzt einmal nur Story. Würde ich jetzt so 25 Stunden schätzen. Echt? Nur? Ohne. Auch mit Nebenmissionen? Na, ohne. Nur Story, sag ich ja. Nur Story. Mit Nebenmissionen sicher alle 60. Also wenn du das ganze Spiel machst, dann werden schon 60 sicher sein. Wow.
der ganz große Wagen sogar. Der, dieser. Im Angebot. Wir haben einen anderen, oder was? Bitte? Wir haben einen anderen? Wir haben den 33,4 Kubik. Weil der Sprung auf 34 zu teuer war eigentlich. So. Sagt dann ist gestumm. Jetzt ist es auch schon F1.23 verbilligt. Na gut, das ist ja dann eh relativ schnell verbilligt. Soll ich die Ruhe freischalten? Bei manchen Spielen brauchst du nur ein, zwei Monate warten und schon ist gleich um ein Drittel billiger. Ja, aber bei vielen ist es eigentlich. Wenn es jetzt kein überaus großer AAA-Titel ist. Ich finde die größte Freiheit war dieses Need for Speed. Ja, das. Ja. Also damit haben sie halt die Verkaufszahlen auch in die Höhe getrieben dann noch. Mhm. So. Kannst du mit rundherum fahren beginnen, oder? Ja, ich suche das, wo das beginnt. Beim Wald. Anfang Wald. Ah, da geht's ja aus. Was denn? Dass ich da weg bin. Bis du kommst. Bei dem Wrestling-Spiel weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe auf Amazon die Bewertungen durchgelesen, die sind urvernichtend. Warum? Weil jetzt, dass du nicht gescheit anvisieren kannst, die Gegner. Dass nur bis zu vier Leute im Ring stehen können. Ich meine, okay, das ist vielleicht. Jo. Ist halt so. Season Pass ist jetzt auch nicht so besonders, habe ich gesehen. Aber irgendwann wird es billiger wahrscheinlich.
Aber sehr schön, da geht heute wieder was weiter. Oh ja. Ich habe einen Stroh auch ordentlich jetzt haben. Ja. Und das Mehl auch. Ja. Ich habe gesehen, Wolle ist jetzt eh auch wieder ein bisschen was da. Kann man dann auch wieder hinfahren. Ich glaube, ob das schon Stoff ist. Bitte? Aufproduziert worden ist, hast du gehört? Das ist genau. Also Kleidung. Liter. Okay, die habe ich noch nicht drüber geführt. Naja, passt, wenn es so wenig ist, ist ja egal. 825 Liter sind's. Aber rennt das nicht durch? Nein, es rennt nicht durch. Es rennt urlangsam durch eigentlich. Weil man müsste nur schauen. Ich glaube, die Ablagefläche ist dort relativ klein. Ich werde mal hinschauen kurz. Ja gut, aber Stoff war ja immer schon langsam, oder? Also generell Kleidungsproduktion. Ja, was sie trotzdem. Ah, okay, da stehen. Zwei Stück stehen. Und fünf oder so gehen hin, aber ich schieb's aber auf die Seite.